bin lebend. Ich lese aus dem Buch Das Leben in der Welt, die wir nicht sehen, oder der ungesehenen Welt, Life in the World Unseen by Anthony Borgia. Und ich bin jetzt am zweiten Kapitel in Deutsch. Ich habe das alles schon in Englisch gelesen und abgeloadet. Ich hatte den ersten Teil von dem zweiten Kapitel gelesen. Das zweite Kapitel heißt Passing to Spirit Life. Das Übergehen in die Spirit-Leben, in die Geist-Leben. Es ist ein Buch von Anthony Borgia. Das ist ein Medium. Und es beschreibt das Leben von einem Priest, der auch ein Hellseher war. Und das hat ihm Probleme bereitet in seinem priestlichen Leben. Er starb in 1914 und sein Name war Monsignor Robert Hugh Benson. So, er ist jetzt gerade gestorben und ist in seinem Haus gelandet. In dem Haus, was seine Unterkunft ist, in dem Nachleben. Ich habe festgestellt, dass ich hier stand und in meinem Garten stand und dann merkte ich, dass es keine Schatten gab unter den Bäumen. Und es war hell und sonnig, aber dort schien keine Sonne zu sein. Es war ein Glanz von Licht, das in jede Ecke ging, aber da war kein Schatten. Und ich konnte dieses nicht verstehen. Mein Freund Edwin erzählte mir, dass das Licht direkt von dem Geber, the giver of all light, von dem Geber des ganzen Licht kam. Und dass das dieses Licht das göttliche Licht war. Und das göttliche Leben in sich selbst darstellte. Und dass es jeden badete und illuminierte. Das Ganze und den Geist. Und die Spirit World, wo ich jetzt lebe. Und ich hatte jetzt die Augen, die das sehen konnten. Ich bemerkte auch, dass es warm war. Es war warm überall. Es war perfekt und perfekt balanciert. Die Luft hatte eine Ruhe in sich, die mit Parfüm gefüllt wurde und einem Duft, der herumwehte. Und es war eine wunderbare Atmosphäre und Temperatur. Und jetzt lass mich mal sagen zu denen, die an Parfüm kein Interesse haben. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr diese Worte liest und ihr fühlen könnt, dass der Himmel, the heaven, der Himmel so sein kann und da ist nichts, was du nix magst. Warte, sage ich, bis du der Zeuge bist von diesen Dingen und dann wirst du dich ganz anders fühlen über diese Düfte. Ich bin hier ziemlich ins Detail gegangen, weil ich bin sicher, dass viele Leute sich über diese Dinge gewundert haben und sich gefragt haben, wie ist das, wenn man stirbt? Kann man riechen? Ich bemerkte, dass hier keine Schilder waren oder keine Zäune waren und auch keine Hecken. Soweit wie ich sehen konnte, konnte ich überhaupt nicht sehen, wo mein Garten anfing und wo er aufhörte. Mir wurde gesagt, dass solche Dinge wie Grenzen werden nicht gebraucht hier, weil jede Person instinktiv weiß, ohne Zweifel, wo deren Garten anfängt und wo er aufhört. Daher gab es keine Grenzen hier und keine Zäune, obwohl jeder, der sich hier bewegte, konnte hingehen, wo er wollte. Und er wird immer willkommen geheißen, wo auch immer er sich befindet. Ohne dass man Angst haben sollte, dass man jemanden störte oder deren Privatsphäre beeinträchtigt. Mir wurde gesucht, dass es gab hier nur eine Rule, eine Regel. Es gab hier nur eine Regel.
und dass ich weiß, dass ich Respekt haben werde gegen jeden, für jeden, der in meinem Haus oder Garten kommt. Ich versuche hier genau wiederzugeben, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und ich wünschte mir, dass alle, die möchten, gerne in meinen Garten kommen könnten. Ich hatte überhaupt kein Gefühl, dass ich ein Besitzer war, obwohl ich wusste, es war mein Haus, to have and to hold, mein Haus zu haben und zu behalten. Und das ist genau das Einsehen von allen hier. Ownership and partnership at one and the same time. Besitztum und Partnership sind dasselbe hier, zur selben Zeit. Ich sehe das wunderbare Zustand meines Gartens und die Liebe, die hier gegeben wurde, um den Garten zu behalten, wie er ist. Ich habe meinen Freund gefragt, wer ist dieses Genie, der so schön nach meinem Garten sucht, auf meinen Garten aufpasst, um so wunderbare Resultate zu haben. Bevor Edwin meine Frage beantwortete, hat er mir vorgeschlagen, dass ich nun gerade erst in der Geistwelt gelandet bin und es wäre vielleicht besser, wenn ich mich erstmal ausruhe, denn es gibt viel zu sehen und es ist alles so neu. Er schlug daher vor, dass wir uns einen netten Platz finden. Er benutzte diese Worte im Vergleichssinn, denn es war eigentlich nett und wunderbar überall. Aber er sagte, wir sollten uns hinsetzen und vielleicht über ein oder zwei Probleme sprechen, die sich mir jetzt präsentierten in dieser kurzen Zeit, in der ich gestorben bin, nachdem ich gestorben bin. Daher gingen wir etwas vorher und wir fanden einen sehr netten Platz unter einem wunderbaren Baum, wo wir uns hinsetzten und guckten aus auf die Landschaft. Und die war grün und wohlwollend und streckte sich aus vor uns in die Distanz. Die ganze Aussicht war in einem wunderbaren Licht der Göttlichkeit gebadet und ich konnte viele Häuser sehen und verschiedene Gebäude, die sich wie meine eigenen zwischen den Bäumen und Gärten befindete. Wir legten uns auf das weiche Gras und streckten uns aus und es war ein Gefühl des Luxus, als wenn man auf dem wunderbarsten Bett liegen würde. Mein Freund fragte mich, ob ich müde war. Ich hatte nicht das Gefühl der erblichen Müdigkeit, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte mich gerne entspannen. Er sagte mir, dass meine letzte Krankheit der Grund war dafür, dass ich mich so fühlte. Und ich sollte mich hinlegen und tief schlafen. Aber in diesem Moment fühlte ich mich nicht, als ich schlafen wollte. Und ich sagte ihm, dass im Moment möchte ich gerne lieber zuhören, was er mir zu sagen hatte. Und so begann er. Was immer ein Mensch sät, sagte er, wird er ernten. Whatsoever a man soweth, he said, that shall he reap. Was man sät, wird man ernten. Diese wenigen Worte beschrieben genau den immerwährenden Prozess von dem, was wir sehen, hier vor uns. Alle Bäume, alle Blumen, alle Wälder, alle Häuser sind happy homes of happy people, sind freudige und glückliche Zuhause für glückliche Leute. Alles ist der sehbare Resultat von was immer man gesät hat.
Dieses Land, in dem du dich befindest, ist das Land der großen Ernte. Und die Samen, die gepflanzt wurden auf der Erde, können hier geerntet werden. Alle, die in dieser Sphäre leben, haben verdient, durch ihr Leben in diese Sphäre zu kommen. Es ist die Ernte von dem, was sie gesät haben, während sie auf der Erde weilten. Ich fing schon an, viele Dinge zu erkennen. Im Prinzip die, die mich immer mehr am meisten berührt haben. Und die so im Gegenteil waren von den Dingen, die Kirche mich gelehrt hat in Bezug zu der Welt des Geistes. Die reine Tatsache, dass ich hier lag, wo ich war, zeigte ein kompletter Gegenteil von dem, was mir gelehrt wurde in der Kirche und was ich gelehrt habe auf meinem Priesterleben auf der Erde. Ich konnte sehen, dass die ganzen Doktrinen und orthodoxen Lehren, die ich gelernt habe, wegschmelzten, weil die hatten mit der Realität nichts zu tun. Und die haben überhaupt keine Applikation in der immerwährenden Welt von Spirit. Und daher der große Kreator und Abholder und Halter von diesem konnte ich ganz klar sehen, klarer als vorher, den ich vorher immer nur im Nebel gesehen habe. Diese Orthodoxie auf der Erde ist von Mann geschaffen, aber das Universum ist Gott gegeben. Mein Freund erzählte weiter, dass ich sehen sollte, was mein Freund mir erzählte, war, dass es hier in dieser Welt auch ganz verschiedene Menschen gibt, von allen verschiedenen Herkünften und Bedingungen, in denen sie als Mensch gelesen haben, und Menschen mit religiösen Gesetzen, die auf der Erde festgehalten haben, nehmen sie manchmal in dieses Nachleben mit. Die große Tatsache ist, dass die Leben, dass die Seelen im Spirit Life genauso sind wie die Seelen auf der Erde. In dem Moment, wo sie sterben, ändern sie sich nicht. Todesbeichten und Bedauern nützen nichts, denn meistens sind sie von einer Feigheit geboren. Feigheit vor dem, was jetzt passiert. Die Angst, die auf der Theologie gebildet wurde, die eterne, die ewigwährende Hölle, ist ein gutes Instrument in der kirchlichen Waffe und hat mehr Leiden geschaffen als viele andere falsche Doktrinen. Doktrine hat keinen Raum hier in dieser Welt von Spirit, aber weil viele Menschen sie mitnehmen, in die Spirit World gibt es hier immer noch Menschen, die ihre erdliche Religion praktizieren, also dass sie, die machen weiter in ihrer alten Religion, in der sie gewesen sind, bevor sie gestorben sind, bis sie endlich aufwachen und deren Geist erleuchtet wird.
Wir haben hier, sagte mein Freund, das kannst du auch selber sehen, ganze Gemeinschaften, die immer noch die alten Religionen der Erde weiterführen. Die Bigotry und Prejudice ist auch hier mit. Die Vorurteile sind hier nicht anders, aber sie fügen keinen Schaden an, nur zu sich selbst, weil diese Dinge sind auf sich selbst gezielt. Und du kannst hier keinen überzeugen. Das werden sie selber herausfinden. Wie es so ist, kann ich sagen, dass alle Religionen hier repräsentiert sind. Auch meine eigene. Dieselben Zeremonien, dieselben Rituale, dieselben Glauben wurden hierher gebracht. Und sogar Kirchen wurden erstellt. Die Menschen in diesen Communities wissen, dass sie gestorben sind und sie denken, dass ein Teil ihrer Ernte ist, dass sie so weitermachen können, wie sie es vorher gemacht haben. Also machen sie so weiter, denn du kannst hier machen, was du denkst. Wir bringen niemals Druck auf diese, um herauszufinden, dass sie aus diesem Käfig entfliehen könnten. Diese mentale Aufwachung muss von sich selber kommen. Wenn es kommt, dann werden sie für das erste Mal die Wahrheit wissen über Freiheit. Mein Freund versprach mir, dass, wenn ich möchte, könnte ich einige von diesen religiösen Instituten besuchen. Aber er sagte, wir haben viel Zeit und es wäre vielleicht besser, wenn ich mich erstmal an mein neues Leben gewöhne. Er hat einige Fragen ungeantwortet gelassen, weil bezüglich, wer hat meinen Garten so schön gemacht, aber er hat meine unausgesprochenen Gedanken gelesen und bezog sich selber darauf. Bald ist das Haus und der Garten, sagte er, war meine Ernte. Ich habe das gesät während meines erdlichen Lebens. Ich habe es verdient, sie hier zu haben. Ich habe sie selber gebaut, mit der Hilfe von großzügigen Seelen, die ihr Leben in der Geistwelt verbringen, solche Dinge zu machen, aus Freundlichkeit und Dienst zu anderen. Es war nicht nur ihre Arbeit, aber es war ihren Vergnügen hier. Oft ist diese Arbeit ausgeführt worden, auch wird diese Arbeit ausgeführt von denen, die auf der Erde schon solche Dinge gemacht haben und die Experten waren im Garten und die Gartenarbeit liebten. Hier können sie mit ihrer Arbeit weitermachen, unter Bedingungen, die man nur in der Spiritwelt finden kann. Solche Taten bringen den eigenen spirituellen Verdienst, obwohl der Gedanke, dass man dadurch etwas bekommt, ist niemals in den Gedanken von denen, die dieses machen. Einfach nur der Wille, anderen zu dienen, ist die Hauptsache für sie. Der Mann, der geholfen hat, meinen Garten in diesen wunderbaren Platz zu verwandeln, war ein Mensch, der Garten liebte auf der Erde und, wie ich sehen konnte, war er auch ein Experte. Aber als der Garten kreiert war, war es nicht so schwierig, es zu halten, weil es ist nicht notwendig hier, wie es ist auf der Erde. Auf der Erde ist es der konstante Sterben von Blumen und der Stress von Stürmen und Wind, das den Garten in Unordnung bringt und die Arbeit bringt auf der Erde. Hier gibt es keine Verwesung und alles, was hier wächst, wächst unter denselben Bedingungen wie wir. Mir wurde gesagt, dass der Garten fast keine Aufmerksamkeit brauchte, so wie wir es im Erdlichen verstehen.
Und dass mein Freund, der Gärtner, es weitermachen könnte, auch wenn ich hier bin, wenn ich es so möchte. Und einfach nur davon, dass ich den Wunsch, dass ich den Wunsch gebe, da macht er das. Ich habe meine große Dankbarkeit ausgedrückt für diese wunderbare Arbeit und ich hoffte, dass ich vielleicht ihn einmal treffen würde und ihm meinen Dank weitergeben kann. Mein Freund Edwin sagte, dass das war einfach nur eine Frage des Denkens und natürlich könnte ich ihn treffen. Nur da ich gerade eben erst angekommen bin, wollte er uns nicht stören und wollte warten, bis ich mich hier wie zu Hause fühle. Meine Gedanken gingen wieder in das Leben, das ich geführt habe, als ich auf der Erde war. Der tägliche Dienst war eine Pflicht als Minister der Kirche. Und solche Pflicht war, soweit ich betroffen war, jetzt unnötig. Ich wunderte mich, was meine direkte Zukunft in sich trägt. Ich wurde wieder daran erinnert, dass es sehr, sehr viel Zeit gibt und ich mehr als genug Zeit habe, über diese Dinge nachzudenken. Und mein Freund schlug vor, dass ich mich vielleicht ein bisschen ausruhe und dann können wir auf eine Tour der Inspektion gehen. Es gibt so viel zu sehen und was ich finden würde, würde mich noch mehr überraschen. Dort waren auch eine ganze Anzahl von Freunden, die warteten darauf, dass sie mich treffen, nach unserer langen Trennung. Er beruhigte meine Aufregung, das anzufangen, denn er sagte, ich müsste mich erstmal ausruhen. Und warum nicht in mein neues Haus gehen und es zu untersuchen? Ich folgte seinen Vorschlag und wir machten uns auf dem Weg zu meinem Haus. So, das war das zweite Kapitel. Interessant, hm? Morgen Nummer 3. Nummer 3 ist First Experiences, meine ersten Erlebnisse. Happy Thursday!